Ja, liebe Fußballfans, herzlich willkommen hier aus dem Elfer der Sportskultbar in Augsburg. Wir werden uns heute mit dem Chefcoach des SV Mehring, dem Alex Bartl, unterhalten. Zum einen über die aktuelle sportliche Situation der Mehring in der Bezirksliga und dann noch mit dem Alex sprechen über seine Tätigkeit als DFB-Stützpunkttrainer. Alex, herzlich willkommen. Hallo. Ja, Alex, ihr wart am ersten Spieltag kurz Tabellenführer, dann hat es bis zum 11. Spieltag gedauert. Jetzt habt ihr den bis dato amtierten Tabellenführer, die Spielvereinigung Egg an der Günz, mit 5:0 zu Hause regelrecht weggefegt. Was war ein Gefühl, war das eigentlich für dich und die Mannschaft, jetzt die Tabellenspitze erklommen zu haben? Natürlich ist das ein schönes Gefühl, wenn man ganz oben steht. Aber wie gesagt, das ist alles nur eine Momentaufnahme und kann ja am Sonntag, wenn wir nach Otterbeuern fahren, schon wieder ganz anders ausschauen. Wichtig war wirklich, dass wir daheim auch mal ein anderes Gesicht gezeigt haben, ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Absolut verdient gewonnen haben, wenn es vielleicht auch mit 1-2 Toren zu hoch ausgefallen ist. Aber da müssen wir einfach dranbleiben, um auch die nächsten schwierigen Aufgaben bewältigen zu können. Ich habe mir dort die Mühe gemacht, ein bisschen so in die Statistik zu sehen. Wenn man sich die Details anschaut, habt ihr die wenigsten Tore bekommen in der Liga. Ist die Abwehr, sag ich mal, so das Prunkstück in der Saison? Uns war wichtig, letztes Jahr hat man zwar, glaube ich, 88 Tore geschossen gehabt, aber 48 bekommen, dort den Hebel anzusetzen, wobei jetzt die Abwehr eigentlich vorne ja bei den Stürmern schon losgeht, aber durch den Neuzugang Viktor Hofegger, der bis jetzt eine sehr gute Saison spielt, sind wir wirklich hinten, stehen wir einfach besser und das ist auch klar ein Schlüssel zum Erfolg, dass wir erst 10 Gegentore haben. Ich muss sagen, Viktor Hofegger, ehemaliger Bayernligaspieler, bei Eindling, auch bei den Hausen noch zu Landesliga-Zeiten, ist, glaube ich, wirklich so wirklich Stabilisator in der Abwehr. Oder? Genau, wie aber auch die anderen Neuzugänge, wir haben ja einen großen Umbruch gehabt, 7 neue Leute, die bis jetzt alle einen sehr guten Eindruck machen. Und wie kann man das so herausheben? Das sind die zwei Fiorentino-Brüder, die von Schwab München von der Landesliga kommen sind. Der Wiedemann Stefan von Eindling. Sind enorm wichtige Leute bei uns. Wenn man sich die Statistik noch weiter anschaut, zu Hause 13 Punkte geholt, auswärts 11. Gibt es da einen Unterschied zu letzter Saison? Seid ihr da ausgeglichen geworden? Nee, wir müssen einfach schauen, dass wir sowohl auswärts als auch daheim die Punkte holen. Klar, für unsere Zuschauer wäre es schöner, wenn die Heimbilanz noch besser immer ausschauen wird, aber ich glaube, wir sind da ganz gut im Soll, in beide Bereiche und wie gesagt, es ist wichtig, dass man überall seine Punkte holt. Dann. Wart jetzt eigentlich zeitlang die Jäger, ja, in der Liga, habt sie an der Günzer gejagt, jetzt seid sie über Nacht zum Gejagten geworden. Denkst du eigentlich, dass die Mannschaft die nötige psychische Stabilität hat, jetzt die Angriffe der Konkurrenz Woche für Woche auf die Tabellenspitze abzuwehren? Ich glaube, die Jungs können das ganz realistisch einschätzen und können damit auch umgehen. Und wie gesagt, das ist ja nur eine Momentaufnahme. Wer weiß, ob das nicht schon am nächsten Spieltag wieder anders ausschaut, wo wir dann wieder die Jäger sind. Aber ich glaube nicht, dass das uns irgendwie aus der Bahn schmeißt. Unser Ziel ist es einfach, bis zum Winter oben dran zu bleiben, um dann auch die Langzeitverletzten, die wir ja leider haben, dass die wieder Anschluss finden. Und bis dahin muss eigentlich der Grundstein gelegt werden, dass man beruhigt oder wieder angreifen kann dann in der Rückrunde. Du hast schon ein bisschen vorgegriffen, meine nächste Frage. Jetzt habt ihr noch 7 Partien bis zur Winterpause, davon schon 3 in der Rückrunde. Gegen Otterbeuern das nächste, dann auch das übernächste Spiel gegen Gammering. Beides Mannschaften, die euch im Nacken sitzen. Denkst du, 21 Punkte sind realistisch, oder? Oder ist das Träumerei? Ja, am liebsten nennen wir natürlich 22, aber ich denke, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Es sind jetzt entscheidende Spiele, gerade gegen obere Mannschaften, und da entscheidet sich, wo man dann bis zum Winter praktisch stehen wird. Aber ich wäre jetzt schon in Otterbeuern absolut mit dem Punkt zufrieden, weil die sich auch sehr gut verstärkt haben. Und dann muss man einfach schauen, Woche für Woche, Spiel für Spiel.